Shalom Aleichem, Hayom Yom, heute, Chavzayin Menachem Av, 27. Menachem Av. Monat Elul ist der Monat von Rechnung, Monat von Kalkulierung. Also dieser Monat ist ein Monat von Bilanz, von Kalkulierung. So wie in irdisches Leben, Materialismus. Der Geschäftsmann, wenn einer hat ein Business, damit soll die Business so sein gut und soll geben größten Profit, muss man von Zeit zu Zeit machen eine Rechnung und reparieren alle Mängel und alle Fehler. So ist auch in dem spirituellen Leben bei Hashems Dienen, bei Avodat Hashem, die ganze Monat. Alle lernen Torah und Mitzvot und guten Charakter, aber Monat Elul ist der Monat von Rechnung, Kalkulierung. Jeder nach seinen, gemäß seinen Möglichkeiten. Auch diejenigen, die sitzen und lernen Torah und auch diejenigen, die gehen arbeiten und machen Geschäften, müssen machen Cheshbon Tzedek, eine wahre Kalkulation und Rechnung in ihrer Seele, alles was war letztes Jahr. Und zu wissen, ihre Vorteile in der Arbeit und sie zu verstärken. Und die Nachteile zu reparieren. Und diese Vorbereitung bekommt man Shana Tova und Metuka, gutes neues Jahr, irdisch und himmlisch. Also der Rebbe beginnt zuerst, wissen die Vorteile und sie zu verstärken. Und das schenkt der Mensch auch Kraft zu reparieren seine Mangel. Shkoyach.